Er per sofort gestoppt. Das gibt der Chef der zuständigen Werbeagentur bekannt. Noch 3 Tage, bis es kracht, funkelt und blitzt. Feuerwerk gehört zum Silvester, wie der Tannenbaum zu den Weihnachten. Schon jetzt werden ein Haufen Raketen und Böller verkauft und zum Teil auch schon abgelassen. Das ist aber verboten. In den meisten Schweizer Gemeinden ist Feuerwerk nur am 1. August und am 31. Dezember erlaubt. In der Stadt Schaffhausen hat das verfrühte Feuerwerk jetzt für heisse Telefonleitungen bei der Polizei gesorgt. Aline Gsell. Es ist Weihnachten, wo Jean Leuba mit seiner Familie in der Stube sitzt und draussen den ohrenbetäubenden Knall durchs Grubenquartier hält. Auf einmal hat es einen Klapp gegeben und hat gedacht, was da los ist. Es hat ganz rausgezittert. Der Dackelhund von meiner Tochter ist in den Batzim gesprungen und sich versteckt. Aber wir haben überall geschaut, aber richtig Ort haben wir es nicht können. Alarmiert rennt er sofort auf die Straße, um zu schauen, was da passiert ist. Aber wir haben nichts gesehen. Es ist alles tot. Ein paar Fenster, die aufgegangen sind, wo Nachbarn, die auch geschaut haben, sich gefragt, was das ist. Es ist ein Feuerwerksknaller. Ein 21-jähriger Schweizer hat den im Quartier gezündet und das gerade zweimal am 25. Bei der Schaffhauser Polizei sind rund 10 Meldungen aus der Bevölkerung eingegangen. Wo der Unruhestifter gestern wieder sein Unwesen treibt, kann die Polizei ihn schnappen. Wir konnten das letzte Mal, also am 28. können so eine Abschussvorrichtung feststellen. Wir haben dann auch festgestellt, wo das genau los worden ist und konnten Nachbarn befragen und weitere Ermittlungen tätigen. Und das hat uns jetzt zum Verursacher geführt. Ihm droht jetzt eine saftige Busse. Das ist widerhandig gegen die städtische Polizeiverordnung. Das heisst, wir rapportieren. Das geht an die Stadt Schaffhausen, an die Verwaltungspolizei. Und die werden dann vermutlich eine Busse aussprechen. In welcher Höhe, das kann ich nicht genau sagen. Das wird aber im Bereich von 200-300 Franken maximal liegen. So oder ähnlich könnte es jedem ergehen, der außerhalb der bewilligten Zeiten Feuerwerk oder Knallkörper zündet. Ausnahmen müssen auf den Gemeinden bewilligt werden. Beim Verkauf werden die Käufer auf das aufmerksam gemacht und bekommen Tipps über, was sie sonst noch beachten müssen. Man muss halt schauen, eben gewissen Sicherheitsabstand muss man haben, gewisse Sicherheiten mit Flaschen, also wenn man Raketen tun will, sollte man mit Flaschen oder mit Zusätzen, also mit Ständer arbeiten, das ist das Haupt da. Und einfach für Kinder und so, dass man